Der 1. Mai, einfach nur ein Feiertag oder internationaler Kampftag der Arbeiterinnen und Arbeiter? Was steckt dahinter? Der 1. Mai hat seine Wurzeln in Amerika. Dort gab es Ende des 19. Jahrhunderts eine starke Arbeiterinnenbewegung. Die Arbeitsbedingungen waren so schlecht und gesundheitsschädlich und brutal, das führte dann dazu, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter sich organisieren wollten. So kam es dann 1886, dass sie für den 1. Mai einen Generalstreik organisierten. Fast eine halbe Million Arbeiterinnen und Arbeiter folgten dem mehrtägigen Streik und ließen die Arbeit ruhen. Es fanden auch große politische Veranstaltungen statt, bei denen die Arbeiter sich massenhaft versammelten und Reden hielten. Eine ihrer Kernforderungen war der 8-Stunden-Tag, denn damals war der Arbeitstag oft länger als 12 Stunden. Am 3. Mai schritt dann die Polizei ein und erschoss 6 Arbeiter und verletzte zahlreiche weitere. Am Tag darauf warf ein Unbekannter eine Bombe in die Menschenmenge und tötete somit Arbeiterinnen als auch Polizisten. Obwohl es keine Beweise für ihre Schuld gab, wurden darauf 4 Führer der Arbeiterbewegung zum Tode verurteilt und gehängt. Viele weitere wurden verhaftet. Die Zweite Internationale, die einen Zusammenschluss von verschiedenen sozialistischen, sozialdemokratischen und marxistischen Organisationen aus vielen verschiedenen Ländern war, machte es sich zum Auftrag, an den 1. Mai zu erinnern und gebündelt in allen Ländern an diesem Tag aufzustehen und zu kämpfen. Aus Solidarität mit den amerikanischen Arbeiterinnen und Arbeitern und um weiter für die Rechte des Proletariats in allen Ländern zu kämpfen, entstand so der 1. Mai als internationaler Kampftag der Arbeiterinnenbewegung. In seiner ganzen Breite wurde der 1. Mai dann 1890 zum ersten Mal veranstaltet. In Deutschland streikten mehr als 100.000 Arbeiterinnen und Arbeiter, ganz besonders in Hamburg, Berlin und Dresden. Unter Hitler wurde der 1. Mai dann für die Propaganda der Faschisten missbraucht. Die Bevölkerung verband mit dem 1. Mai einen Tag, an dem für die Interessen der Arbeiterinnen und Arbeiter gekämpft wurde. Das nutzte Hitler aus und erklärte den Tag zum Tag der nationalen Arbeit, an dem nicht mehr der Kampf der Arbeiterklasse gegen die Kapitalistenklasse im Mittelpunkt stand, sondern die faschistische Volksgemeinschaft. Damit wurde der 1. Mai zum ersten Mal ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland. Das blieb er auch nach der Befreiung Deutschlands vom Faschismus, aber über die Jahrzehnte änderte sich der Charakter des 1. Mai stark. Heute wissen viele Leute nicht mehr, warum sie am 1. Mai nicht zur Arbeit müssen. Jedes Jahr wird der Tanz in den Mai gefeiert, das heißt, am letzten Apriltag geht man feiern, schießt sich ab, weil man am 1. Mai sowieso nicht großartig was zu tun hat. Berlin ist hierfür ein Paradebeispiel. Der Tanz in den Mai mündet dann in das Maifest und man kann einfach die ganze arbeitsfreie Zeit genießen. Berlin ist aber auch ein Beispiel dafür, wie ein revolutionärer 1. Mai aussehen kann. Jedes Jahr gehen dort revolutionäre Organisationen auf die Straße am 1. Mai und bieten ein politisches Alternativprogramm zur Stadtparty. Genauso wird auch in anderen Ländern weitergekämpft und für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter aufgestanden. In Frankreich zum Beispiel sieht man neben den roten Fahnen auch etliche Gelbwesten auf den Demonstrationen zum 1. Mai. Aber auch in anderen Ländern und Kontinenten, in der Türkei, in Ägypten, in Lateinamerika und in Asien hat der 1. Mai noch viel von seinem kämpferischen Ausdruck behalten. Aber kommen wir zurück zum 1. Mai in Deutschland. Wir haben uns die Geschichte des 1. Mai angesehen und können sagen, dass er heute nicht mehr annähernd das ist, was er einmal war. Während früher von den Gewerkschaften Streiks organisiert wurden und Abertausende den Rufen der Gewerkschaften gefolgt sind, haben wir heute eine ganz andere Lage. Die Gewerkschaften organisieren zwar immer noch jedes Jahr zum 1. Mai Veranstaltungen, dieses Jahr ausnahmsweise nicht, aber darüber reden wir gleich. Der Charakter dieser Veranstaltung gleicht dann aber eher einer Eröffnung der Grillsaison als einem Kampftag der Arbeiterinnen und Arbeiter. Es werden Bratwurststände aufgestellt und schon vormittags reichlich Bier ausgeschenkt. Dann ist einem auch ganz egal, was irgendein SPD-Bonze auf der Bühne von sich gibt. Der 1. Mai 2020 wird in Deutschland wegen dem Coronavirus nicht so stattfinden können wie die Jahre zuvor. Der DGB hat bereits vor Wochen alle Pläne in den Wind geblasen und bemüht sich auch nicht um eine an die Hygienevorschriften angepasste Veranstaltung oder ähnliches. Das passt auch genau zu seinem Verhalten bei den Arbeitskämpfen.
Während die Arbeiterinnen und Arbeiter gerade massenweise in Kurzarbeit geschickt werden oder ihre Jobs verlieren, beschließen die Gewerkschaften Nullrunden und versuchen erst gar nicht, für eine Verbesserung der Lage zu kämpfen. Deswegen ist es genau in dieser Zeit, in dieser heftigen Wirtschaftskrise, umso wichtiger, den Kampftag der Arbeiterinnenbewegung weiter aufrechtzuerhalten. Der DGB hat wieder bewiesen, dass er beim kleinsten Schubser umfällt und eher solidarisch mit den Unternehmen ist, als mit den Arbeiterinnen und Arbeitern. Wenn wir also zum 1. Mai rausgehen, halten wir ein langes Erbe am Leben, was bald wieder ohne die Corona-Maßnahmen aufleben kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es und teilt es oder noch besser, geht am 1. Mai für eure Rechte und Interessen auf die Straße und organisiert euch. Ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Video.